Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Und ja, genau, wir haben beim letzten Mal hier Gale aus der Forschungseinrichtung befreit, aus der Militäreinrichtung besser gesagt. Und wir haben dieses Mädchen jetzt mitgenommen auf unser Schiff und die scheint irgendwas mit Dylan, ich sag immer Gale, ne? Das ist Dylan, Leute. Die scheint irgendwas mit Dylan zu assoziieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das sehr interessant. Und wir müssen jetzt hier diese Helmmenschen haben, also wie wir glauben, die Helmmenschen. Die haben unser Schiff geschrottet und wir brauchen jetzt eine neue Starterbatterie. Und wir sollen die Gegend erkunden, die wir noch nicht erkundet haben beim letzten Mal. Das heißt, genau, wir haben hier keinen Schaden. Das ist sehr gut, weil wir haben letztes Mal einen Allosaurus platt gemacht. Und dann geht's jetzt hier weiter mit den normalen Dinos. Genau. So. Wo ist der? Da ist er. So, okay, Leute. Wir haben jetzt hier die... Oh, Alter, die Plasmawaffe. Und die Plasmawaffe ist schon ziemlich heftig. So, dann hier, komm. Wir haben jetzt hier auch ein neues Schwert. Seht ihr das? Beziehungsweise eine neue Machete. Ein neues Schwert. So, dann komm. Komm her. Ah, verdammt. So, seht ihr das, Leute? Alter, was zur Hölle? Alter, boah. So, da ist noch einer. Puh. Lass mich doch immer hier diese Tür öffnen. So, da müssen wir zwar nicht hin, aber ich habe es einfach mal geöffnet. Wir können jetzt nämlich hier einfach mit dieser Waffe uns durch die Gegend ballern. Genau. Und, genau, wir können einfach hier eigentlich die ganze Zeit durchballern. Damit wir hier auch ja keinen Schaden kriegen, ey, Leute. Weil hier laufen ziemlich viele Dinos rum, wie ihr merkt. So, dann, da ist er. 10er-Kombo. So, da hinten. So, ist wieder ein grüner, ne? Das ist wieder ein grüner Dino, ja. Wir metzeln uns hier wieder durch. Ah, da ist noch einer da oben. Noch einer. Und da ist auch noch einer. Ihr seid ganz schön hartnäckig, wisst ihr das? Alter Schwede. So. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Bot, 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 bot. Dinochen. Seid brav. Okay. 4000 Punkte. Ich glaube, wir haben's. Sehr schön. Oder auch nicht. Ah, Mist. Mist. Ah, gut. Da kommen noch welche. Da kommen noch welche. So. Kommen da noch mehr jetzt hier raus, oder was? Das ist ganz schön übel, was hier alles an Dinos angeschissen kommt. Aber haben wir es jetzt? Wir haben es, okay. Sehr schön. Ja, liebe Leute, das ist jetzt mal eine neue Taktik hier. Einfach immer hin und her rennen. Um möglichst viele Dinos zu plätten und vor allem das möglichst ohne Schaden. Schaut euch das an. 11.200 Punkte. Das ist schon ordentlich. So, weil... Oh, ich höre es... Oh. Hier höre ich es aber stampfen. Oh, schaut mal da oben. Geile Animation. Cool. Die rennen vor irgendwas weg. Oh! Ach du T-Rex, du... Die Dinos, die kommen immer näher, habe ich das Gefühl im Hintergrund. Ich habe so das Gefühl, dass wir denen nochmal irgendwann begegnen. Die Dinos im Hintergrund, ja. Könnte sein. Aber gut, liebe Leute, wir kämpfen uns hier weiter durch den Dschungel. Und ja, liebe Leute, dann bin ich froh, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Dino Crisis 2. Und wie wir jetzt hier uns hier weiter durchschnitzeln. Oh, du Penner. Nein, nein. Nein, nein. Schaden mache ich nicht, Leute. Schaden mache ich nicht. Geh wieder raus da und geh dann direkt wieder rein. Okay. Geh direkt wieder rein hier. So. Dylan, keine Zeit verlieren. Direkt wieder rein. Und ja, liebe Leute, es gibt... ich habe eine kleine... Naja, eine Ankündigung eigentlich nicht zu machen. Aber es gibt... Ich habe eine Mail gekriegt. Eine E-Mail von YouTube. Und zwar, dass YouTube jetzt wohl berechtigt sein soll,
Werbung auf jedes Video zu schalten. Folgedessen auch auf meine. Und das finde ich ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Das finde ich eine Scheißaktion von YouTube. Auf die Gefahr hin, dass dieses Video gesperrt wird. Wir leben ja in so Zensurzeiten, ne? Und, ach, da hat er tatsächlich mir Schaden reingedrückt. Und, ja, wie gesagt, also, ich habe mich da bei Command & Conquer schon drüber ausgelassen. Wie gesagt, wenn ihr Werbung entdecken solltet in meinen Videos, seht's mir bitte nach. Ich kann da nichts machen. Ja, ich als einfacher Content Creator, der mit seinen knapp 400 Abonnenten unterwegs ist, kann da nichts gegen machen. Das ist, ich bin halt bei weitem kein Gronkh oder so. Na, aber ich glaube, selbst Gronkh könnte dagegen nichts machen. Weil YouTube ist einfach der Anbieter der Plattform. Und da können die leider selber entscheiden, was sie machen. Ne? Wenn sie Werbung schalten wollen, dann können die auch Werbung schalten. Wie gesagt, ich finde das nicht so toll. Die Zuschauer wahrscheinlich auch nicht. Aber wie gesagt, vergesst bitte nie, dass nicht ich es bin, der diese Werbung schaltet, sondern es ist YouTube. Ich verdiene keinen Cent mit meinen Videos. Keinen Cent. Das ist zwar makaber, Leute, aber ja, was soll ich machen? Die Werbung auf YouTube ist halt auch immer schlimmer geworden, habe ich das Gefühl. Ne? Alter, ach du Penner. So, wieder Schaden reingedrückt gekriegt hier. Ist ja wohl nicht wahr. Ach, wartet mal. Objektheilung, kleines Medipack. Geh nochmal raus und wieder rein hier. Ich möchte unbedingt hier... da. Lass die da hinten kommen. So. So, ich möchte unbedingt keinen Schaden hier kriegen. Und ja, wie gesagt, ich find's scheiße. Oh, da kam sogar einer, aber gut. Und wie gesagt, ich hoffe auch, dass ihr euch davon jetzt nicht abschrecken lässt. Und hoffe, dass ihr nach wie vor meine Videos hier schaut. Weil, wie gesagt, es wird sich für mich und für euch eigentlich nichts ändern. Na, außer, dass ihr halt ein paar Mal öfters auf das Video klicken müsst. Und dann die Werbung dann weggeht. Ich mache das ja auch immer so, dass ich irgendwie 10 Mal auf ein Video drücke. Und dann geht die Werbung weg. Ja, dann kann man das Video dann einfach angucken ohne Werbung. Auch komplett aus dem Video raus. Na, komplett aus dem Video. Und das ist mein Tipp an euch. Na, also wenn euch die Werbung nervt, klickt öfters drauf, dann kommt die scheiß Werbung auch nicht mehr. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr halt mit mir nach trotzdem treu bleibt hier. Auch trotz der Werbung. Ja, wie gesagt, ich hätte es halt gerne selber mit entschieden, ne? Aber, ja, die Aktion... Oh, boah, das war knapp. Die Aktion von YouTube ist halt extremer Bockmist. Und YouTube schafft sich gerade irgendwie selber ab, habe ich das Gefühl. Wenn ich das mal mit damals zu meinen Anfangszeiten vergleiche, da war YouTube definitiv angenehmer. Und na komm, nein! Ach du Sackgesicht, ey. Du Sackgesicht. Hat mich der letzte wahrscheinlich jetzt nochmal getroffen hier, ne? Ich habe nur noch 7 Schuss, oh mein Gott. Der... Ah ne, okay. Da ist noch einer. Lass mich in Ruhe. Ich muss mal wieder aufladen hier. Ja. Leider. Kein Schaden. Leider Schaden gekriegt. Aber ich muss hier jetzt auch nochmal. Shop Waffen. Nichts Neues. Muni. Ich brauche unbedingt neue Muni. 2,8. Ja, das ist ein Bereich. Das ist in Ordnung. So. Wie viele Punkte habe ich jetzt noch? 78.000, das ist schon ordentlich. Gut, dann müssen wir ja hier lang. Wieder an den Kakerlaken vorbei. Hier haben wir ja mit Regina den Bereich gesäubert beim letzten Mal. Und genau, dann machen wir mal einfach mal weiter hier. So.
Wie gesagt, Leute, seht's mir nach. Ich kann da nichts machen gegen die Werbung. Ne? Ich bin einfach ein kleiner Mann, der hier einfach mal so hobbymäßig zockt. Und ich würde es echt schade finden, wenn mein Hobby dadurch leiden würde. Nur wegen dieser scheiß Werbung. Du Penner. Ich gehe wieder raus, hier kommt. Ich gehe wieder raus, ich will keinen Schaden haben. Was soll denn das jetzt hier? Mein Gott, immer Schaden. Die sind aber auch so ratzeflink, ne? Die sind aber auch so ratzeflink, die Viecher. Dann lade ich nochmal die Waffe auf. Es tut mir leid, wenn es so ein bisschen schleppend vorangeht. Shop, Muni, nachladen. Das waren jetzt nur 10 Schuss, aber lieber haben als nicht haben. So. Kurzer Safe-Stat. Und weiter geht's mit meinem Monolog. Ich weiß nicht, das hört sich wahrscheinlich keiner von euch an. Aber wie gesagt, das ist halt meine Meinung und meine Meinung darf ich ja zum Glück immer noch mitteilen. Ne, es ist ja noch zum Glück noch nicht ganz so krass mit der Meinungsäußerung, dass die so krass jetzt verboten werden. Man kann ja trotzdem seine eigene Meinung haben. Ne? Und das finde ich auch noch gut, dass man trotzdem noch seine Meinung äußern darf. Aber wie gesagt, diese ganzen Benutzererfahrungen bei YouTube, die... Ach, wartet mal. Die werden halt immer schlimmer. Also YouTube verschlimmbessert sich. Und das finde ich halt uncool. Das darf ich, glaube ich, auch so sagen. Als jemand, der auf YouTube halt standardmäßig Videos vertreibt. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so seht. Ne? Und jetzt muss ich mich mal gerade mal ein bisschen konzentrieren, weil ich habe gerade eine ganz gute Streak am Laufen. Ich muss mich konzentrieren. So, das ist der nächste. So, okay. Ich habe gerade eine ganz gute Streak am Laufen. Oh Gott. Okay, 18. Okay. So. So, da ist noch einer. Wartet mal gerade. Oh. 21. 22. Oh, Gottes Willen. Haben wir es jetzt? Haben wir tatsächlich jetzt alle? Wir haben alle. Oh mein Gott, 5800 Punkte ohne Schaden. Oh. Sehr schön heute. 12.220 Punkte. Weiter geht's. So. Oh, ich müsste mich eigentlich mal heilen gleich. Oh! Blaue Dinos! Blaue Dinos, Leute! Ja, die drücken mir natürlich Schaden rein, ne? Ist klar. Aber blaue Dinos! Oh mein Gott! 14.000 Punkte mal eben so geschenkt bekommen. Geil! Das war geil gerade. Ich hab doch mal wieder die blauen gesehen hier. Sehr schön. Und dann stapfen wir mal hier weiter durch. Da können wir nicht hin. Stimmt, da war ja vergiftet. Und ja, wie gesagt, das war so jetzt mal meine Meinung zu diesem ganzen Thema YouTube und Werbung. 14.000 Punkte. Und wie gesagt, erzählt ruhig mal, wie ihr das seht. Ob euch das nervt, ob euch das abfuckt mit der Werbung. Erzählt gerne mal. Alter! So. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, was ihr so als Zuschauer davon haltet. Ob das für euch ja vielleicht auch sogar okay ist mit der Werbung. Also mich nervt Werbung extrem. Als Zuschauer. Und ich weiß auch noch nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben, ich weiß nicht, ob das überhaupt so eintreffen könnte, die 1000 Abonnenten erreicht hätte. Das wird, glaube ich, niemals passieren, aber darüber habe ich mir halt noch gar keine Gedanken gemacht, ob ich dann Werbung schalten würde oder nicht, weil ich finde das unfair für den Zuschauer. Na, vielleicht... Vielleicht hätte ich es gemacht, einfach um, ja,
um mir einfach besseres Equipment für die Videos leisten zu können. Ich würde mir da zum Beispiel ein besseres Mikrofon holen. Aber das würde ich dann halt auch so kommunizieren. Und da würde definitiv auch ein Step vorher schon was passieren. Aber wie gesagt, nicht einfach vor die Nase gesetzt kriegen, wie was YouTube gemacht hat. Also ja, lassen wir das. Lassen wir das. Ich glaube, ich schweife aus. Und was haben wir jetzt hier? Oh, Flugsaurier. Jetzt seht ihr mal die Flugsaurier mit der Plasmakanone. Die ist richtig geil. Schaut euch das an. Die sind nämlich mit einem Schuss kaputt. Diese Plasmakanone ist einfach zu heftig, Leute. So, 4er-Kombo, 5er-Kombo und jetzt hier 6er-Kombo. Sehr nice, Leute. Oh, Libellen. Libellen. Na komm. Ja, das Ding hat halt keine Reichweite, ne? Das ist es halt. Na komm. Ey, ey, ey! Nix da. Puh, das war ein Konter, okay. So. Ist hier noch einer? Ja, da kommt noch einer. 4er, 5er. Seht ihr das? Ist das nicht geil? Diese Plasmakanone ist einfach der Hammer. Zum Glück konnten wir uns die holen, ey. Alle weg. Alle weg, Leute. Sehr geil. Okay. Kein Schaden. 10.000. Forschungseinrichtung hinten. Sehr gut. Hier in dem Bereich war nämlich diese Tür. Liebe Leute. Kommen jetzt hier Raptoren raus oder was ist hier los? Hier ist gar keiner mehr. Schau euch das an, hier ist gar nichts mehr los. Weil ich halt alle platt gemacht habe, ne? Das ist es halt. So, jetzt hier mit unserer neuen Machete. Und genau, hier ist die Tür, Leute, wo wir noch nicht drin waren. Okay, Eingang Forschungseinrichtung, Leute. Okay. Sogar mit... Ah, nee, okay. Oh, schaut mal da, Leute. Kompis. Das sind Kompis. Der Körper weist überall Bissspuren auf. Er muss von einer ganzen Armee angefallen worden sein. Ja, das ist... das hier war eigentlich der freie Eingangsbereich der Einrichtung. Doch jetzt hat die Vegetation des Dschungels alles verwuchert. Oh ja, Leute, wir sind in der Forschungseinrichtung und wir sehen hier einen Raptor, der ganz schön zugerichtet wurde von den kleinen Kompis. Oh, das ist eine Rolltreppe. Ah, cool. Oh, Cutscene. Okay. Wer kotzt mich da an? Neue Gegner, liebe Leute. Genau, kleine Mistviecher. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie die heißen. Aber die sind halt auch easy kaputt, ne? Aber die sind halt extrem schnell. Schaut euch die an. Die sind extrem schnell. Das sind so kleine Rabauken hier. So hören die sich an. Und die kotzen uns an. Boah, Leute. Hammergeil. Geile Seele. Oh, da seht ihr das? Die kommen da einfach rausgesprungen hier. So, jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt habe ich mich erschrocken, weil das... ach, du Penner. Weil die Abdeckung von dem Fenster auf einmal abgegangen ist. Kommt noch mehr. Zack. So. Richtig gut, Leute. Da ist noch einer. Boah, seht ihr das? Die sind echt schnell. Die treten uns. Habt ihr es gesehen? Die treten uns. Das sind so kleine Kindersaurier. So. Bad bam und hier bam. So. Aber ganz schön viele auch. Ganz schön viele. Oh, so. Boah. Ihr hört es, wie die so schreien, ne? Das ist... Das sind echt Dinosaurier im Kindesalter, habe ich das Gefühl. Aber halt echt extrem schnell, ey. So, bam hier. So. So, und hier, bam. Haben wir es jetzt bald mal? Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr raus hier. Und bam. So.
Wie die schreien, das ist auch witzig, ey. So, aber jetzt haben wir es doch. Ah, doch nicht, ey. Boah, die sind so schnell. Alles klar, was haben wir hier? Sagt da hier irgendwas? Nö. Da kommen die alle reingesprungen, ne? Alles verwuchert hier, ey. Wartet mal, da brauchen wir doch eine... Was? Achso, ja, okay. Da brauchen wir doch eine Karte für. Wartet mal, jetzt bin ich gerade überfragt. Objekt, Objekt, dritte Energie-ID-Karte. Forschungsein. Hä? Wartet mal. Muss ich vielleicht davor stehen? ID-Karte Forschungseinrichtung. Ja, geil, okay. Dann haben wir's. Alles klar, ja, das waren schon extrem viele. 5200 Punkte, ey. Was? Hier ist keine Musik mehr. Wir sind schon auf dem richtigen Weg. Schaut euch das an. Wir sind auf dem richtigen Weg. So, wir sind jetzt hier in dieser Forschungseinrichtung. Wow, okay. Das Efeu hat sich seinen Weg durch das Loch der Saurier gebahnt. Okay. Hier wird es gleich interessant. Da ist eine Tür. Ich mach das mal weg da, das Efeu. Hier wird es gleich interessant, weil hier hinten diese Tür müssen wir rein. So, wartet mal. Ich möchte noch kurz gucken. Was haben wir denn hier hinten? Hier ist doch bestimmt auch irgendwas, oder? Das Efeu, ah, okay. Nein, okay. Gut. Dann hier? Auch nicht, okay. Was haben wir denn hier noch? Das ist ein Loch. Der Luftschacht ist offen. Du kannst ihn von hier nicht bedienen. Okay. Ein Luftschacht also. So, da ist wieder Efeu. Das ist wieder so ein Luftschacht. Und hier ist eine Tür. Hier können wir rein. Stromversorgungsraum. Aha. Ah, das wird gleich interessant mit den Luken. Allerdings in der nächsten Folge. Das ist eine Wasserleitung, mit der die Instrumente für Experimente gekühlt wurden. Weder die Instrumente noch die Wasserleitungen werden mit Strom versorgt. Boah, alles kaputt hier, ne? Alles verwüstet durch die Natur. Hier wollte wohl jemand etwas reparieren. Es liegen noch alle Werkzeuge herum, aber er ist wohl nicht fertig geworden. Nö, das denke ich auch nicht. Gut, wir haben noch 2 Minuten. Was zur... Ein Dinosaurier hat hier ein Nest gebaut. Man sollte ihn wohl nicht stören. Ja doch, hier. Oh Gottes Willen. Leute. Das ist ja eklig. Liegen da einfach so Dino-Eier rum. Krass. Was haben wir hier? Da haben wir gar nichts. Was ist hier? Uiuiuiuiuiuiuiui. Was zur... Gibt's hier irgendwas? Hier gibt's gar nichts? Nö, hier gibt's gar nichts. Okay. Interessant, Leute. Und... Da ist aber was. Schaut mal, da ist eine Datei. Aufzeichnungen der Forscher. Das Wiederherstellen des Zeittores ist mit den wenigen Instrumenten, die wir in dieser Welt haben, fast unmöglich. Das war heute hoffentlich unser letztes Experiment. Durch den Mangel an Ausrüstung konnten wir kaum weiterkommen und manche Tests nicht durchführen. Vor einer Woche sollte uns das Transportteam unter Leitung von Leutnant Wolf die Instrumente und Ausrüstung für das Experiment bringen. Sie sind nicht angekommen. Es muss etwas bei der Militäreinrichtung geschehen sein. Wir konnten noch immer keine Kommunikation mit ihm aufnehmen. Oh je. Wenn wir das Experiment immer noch weiterführen möchten, müssen wir zum Raketensilo auf der anderen Seite der Hängebrücke gehen. Ah, draußen. Hm. Die Brücke wurde jedoch im Kampf zerstört. Der einzige andere Weg dorthin führt durch die Giftzone im Dschungel.
Glücklicherweise ist es zu gefährlich, auch nur in die Nähe dieser der Gegend zu gelangen. Genau, Leute, da wollten die hin. Aber ja, das ist wohl in die Hose gegangen. Okay, liebe... Ach Gott, ich sehe schon, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Aber den Bereich mache ich jetzt noch hier. Forschungsraum. Okay. Aber wir sind jetzt tief in der Einrichtung drin. Schau ich das an. Tief in der Einrichtung. Und ein Safe-Raum sogar. Da kommt sogar so ein bisschen ein Teil 1-Feeling auf. Oh, noch ein Nest. Ein Dinosaurier hat hier ein Nest gebaut. Man sollte ihn wohl nicht stören. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Terminal des Doktors. Ach. Es hat keine Energie. So kann man nicht herausfinden, welche Daten hier gespeichert wurden. Ah, das war Dr. Kirk irgendwas, ne? Okay. Ist noch ein PC? Geht wahrscheinlich auch nicht. Ja. Was ist das denn hier? Eine Medipack auf jeden Fall. Kleines? Ja, komm, nimm mit. Ein kleiner Dinosaurier liegt ganz vertrocknet im Inneren. Der Käfig ist verschlossen, du kannst ihn nicht öffnen. Aber der Grüne, der sieht doch komisch aus da. Der Käfig ist nicht verschlossen. Aus einem unerklärlichen Grund liegt ein Metalllöffel im Inneren. Möchtest du den Käfig öffnen? Jo. Okay. Wir haben jetzt hier einfach den... Ah, da ist etwas im Käfig, eine Dino-Datei. Compsognathus, der Kompi. Bedeutung, flinke Zähne. Länge 1,2 Meter, Höhe 0,5 Meter. Beobachtungsbericht. Der Compsognathus hat den Spitznamen Kompi bekommen. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten. Sie sind kleine Dinosaurier, die keine Bedrohung für Menschen darstellen. Sie leben in Gruppen, innerhalb derer sie soziale Beziehungen eingehen. Als sie begannen, sich an der Forschungseinrichtung einzunisten, wurden sie schnell zu einer Plage. Ja, haben wir ja schon gesehen. Sie verhalten sich ähnlich wie Vögel und wir spekulieren, dass sie entfernt mit ihnen verwandt sind. Warum sind die denn mit Vögeln verwandt? Naja, gut. Weil sie sich ähnlich verhalten oder was, ne? Sie werden besonders von kleinen, glitzernden Metallgegenständen angezogen, die sie dann auch in ihre Nester bringen. Dieses Verhalten hat jüngst zu Problemen in unserer Einrichtung geführt. Kampfhinweise. Es gibt keine wirklichen Hinweise, da sie keinen direkten Schaden bei Menschen anrichten. Wir überlegen uns jedoch Maßnahmen, sie davon abzuhalten, kleine Objekte von den Soldaten zu stehlen. Punkt, Punkt, Punkt. Aha. Okay, also ein ziemlich süßer Dino. Wisst ihr was, Leute? Ich mach diese Luke einfach mal zu. Wartet mal was. Mit diesem Terminal kann man den Luftschacht bedienen. Möchtest du es benutzen? Ja. Mach das einfach mal zu. Wofür? Sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Ich mache jetzt noch diese 30 Minuten voll. Es ist ein Klappbett. Und ja, das ist auch ein Klappbett. Die Vegetation des Dschungels breitet sich durch die Wände aus. Oha, das muss ja echt lange gewesen sein hier. Da ist noch eine Datei. Was haben wir hier noch? Es ist ein Medizinschrank. Sein Inneres ist total zerstört. Hiervon kann man nichts mehr benutzen. Das hier auch, ne? Ja. Aber hier haben wir doch noch eine Datei. Was haben wir jetzt? Notizbuch des Forschers. 12 Seiten. Oh, schaut mal. Da sind Kompis. 25.03. Vor kurzem haben viele der Jungs Gegenstände als verschwunden gemeldet. Besonders kleinere Gegenstände wie Handspiegel und Uhren. Neulich ist mir das auch bei meinem silbernen Anhänger passiert. Er ist verschwunden. Hey. Es gibt Gerüchte, dass es das Werk eines kleinen Dinosauriers ist. Er hat einen wirklich komischen Namen wie Kompi oder so ähnlich. Ja, okay. 3.4. Heute habe ich etwas Interessantes gehört. Krähen und manche anderen Vögel haben ein seltsames Verhalten, glitzernde Gegenstände einzusammeln. Es scheint, dass diese Kompis ein ähnliches Verhalten aufweisen.
wenn ich mir das jetzt so überlege, alle verschwundenen Gegenstände haben geglänzt. Ach nein, sag bloß. Sherlock. Es scheint, dass sie viele gemeinsam mit Krähen haben. Vielleicht sind ja die Kompis ihre Urahnen. Ja, wenn man es so betrachtet, möglich wär's. Wir konnten bisher noch keinen fangen, da sie sehr flink und wendig sind. Wenn wir ihr Verhalten ausnutzen, dann können wir vielleicht... Ja, was denn? Wir haben einen Tierkäfig aus dem Labor benutzt und konnten so schließlich einen Kompi einfangen. Wir haben Ellens Armband als Köder benutzt und den Kompi im Käfig gefangen. Die Möglichkeit, sie zu fangen, besteht darin, alle möglichen Fluchtwege zu verschließen. Wenn es eine noch so kleine Lücke gibt, verschwinden sie und betreten den Käfig nicht. Aha. Okay, interessant. Wir werden diesen Käfig benutzen und sie so schnell wie möglich loswerden. Die Raptoren, von denen die Kompis gefressen werden, toben in dieser Gegend herum und stellen für uns eine Gefahr dar. Kompis, was für eine Plage. Es dauert noch 2 Wochen, bis sich das Forschungspersonal nach Edward City begeben kann. Bis dahin müssen wir unser Bestes tun, um diese Einrichtung vor den Dinosauriern zu beschützen. Okay, also da wird uns erklärt, wie man Kompis einfängt. Okay, interessant. Auf dem Bett liegt eine Medizinflasche. Sie ist zu staubig, um den Inhalt zu erkennen. Das würde ich auch nicht unbedingt nehmen, Dylan. Würde ich auch nicht vertrauen. So, da haben wir auf jeden Fall einen Computer und da ist nochmal so eine Luke. Aber auf dem Tisch liegen ein paar Proben und ein Mikroskop. Oh, Labor hier. Krass. Und Krankenhaus, so wie das aussieht. Alles klar. Dann nochmal an den Computer kurz. Und Shop. Werkzeug. Schaut euch das Zeug an, Leute. Silberne XP-Karte. Mit dieser Karte wird Combo länger angezeigt. Jawollo, das nehmen wir uns. Da gehen die Kombos nicht so schnell weg. Geil. Und das hier, Körperschutzanzug. Wenn du diesen Körperanzug trägst, blutest du nach einem Angriff nicht mehr. Jawoll. Nehmen wir alles. Dann brauchen wir nämlich auch keine Hämostate mehr. Muni, nachladen. Wunderbar, Leute. Das heißt, wir haben jetzt hier unser erstes Werkzeug tatsächlich. Beziehungsweise unser zweites. Und, Forschungstrakt. Gut, Leute, sind wir schon bei 33 Minuten, ey, meine Fresse. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, müssen wir jetzt noch in diese Tür rein. Das elektronische Schloss ist aktiviert, du brauchst die ID-Karte der Forschungseinrichtung hierfür. Allerdings, liebe Leute, da wir schon bei 33 Minuten sind, würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Und ja, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.